Heute bei Thema geht es um Facebook, und zwar nämlich um die Aussage von Facebook-Chef Mark Zuckerberg im US-Kongress diese Woche. Was dabei rauskam und wie er sich geschlagen hat, das alles heute hier bei Thema. Und damit herzlich willkommen zu Dercho TV Thema am heutigen Donnerstag. Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste sich in dieser Woche den Fragen von Politikern von demokratischer und republikanischer Seite ertragen lassen, denn im Zuge des Datenskandals um die britische Datenfirma Cambridge Analytica wurde der Facebook-Chef zum ersten Mal überhaupt, sonst hat er immer ja Anwälte schicken lassen, in den US-Kongress geschickt. Ja, am Dienstagabend und halt auch am Mittwochnachmittag unserer Zeit musste der Facebook-Chef Fragen beantworten, die nicht nur rund um den Datenskandal um Cambridge Analytica gingen, sondern auch um viele andere Sachen. Ja, und damit beginnen wir heute auch, denn man muss ja halt auch sagen, dass man das Facebook ja schon seit gut 1,5 Monaten mit diesem Skandal nun zu kämpfen hat. Das Glaubwürdigkeitsproblem dieses sozialen Netzwerks steht ja sowieso schon seit langem in der Debatte, denn viele Experten vermuten auch, Facebook wird Jahre brauchen, um dieses Image halt wieder ausbeulen zu können. Und das könnte wirklich sehr, sehr lange dauern. Ist halt auch ein Fehler von Facebook aus gewesen, das sagte Mark Zuckerberg. Zitat: Es tut mir leid, es war mein Fehler. Ich habe Facebook gegründet, ich leite die Firma und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert. Das hatte er dann gesagt. 2 Tage lang hat er sich ja die Fragen und halt beziehungsweise die Antworten darüber gebracht, über den jüngsten Datenskandal und dessen Folgen. Dafür, dass aber auch Facebook seine Verantwortlichkeit ja auch nicht genug definiert und missbraucht zugelassen habe, wie Zuckerberg selbst es halt auch sagte. Zudem wurde auch bekannt, dass Facebook ja die Weitergabe von Profildaten von Millionen Nutzern an Cambridge Analytica auch nicht verhindert habe. Also das ist halt auch klar, dafür hat der 33-jährige Milliardär halt auch dann Abbitte geleistet. Zuletzt in einer Erklärung, die am Morgen vor der Anhörung veröffentlicht wurde, schon am Montag nämlich, also zu Beginn dieser Woche, es fand ja am Dienstag und am Mittwoch fand die Anhörung ja statt, hatte sich schon mit US-Politikern in Washington D.C., in der Hauptstadt von den Vereinigten Staaten, getroffen, um die Wogen vor dieser Anhörung auch zu glätten. Und vor den Abgeordneten hat Zuckerberg unter anderem auch angekündigt, dass Facebook alle Apps untersuchen wird, die halt mit Facebook zu tun haben, um den Zugriff von vielen Nutzerinformationen halt auch haben, um halt auch zu gucken, was wird hier entsprechend für Analysen, für Werbung und für sonstige Zwecke halt Daten missbraucht. So kann man das halt auch sagen. Es gibt viel zu tun, sagte er, und das wird wohl auch wahrscheinlich so haben. In einem kurzen Satz brachte aber auch Mark Zuckerberg auch einen Gedanken ins Spiel, dass Facebook auch neue Wege gehen könnte, denn auf die Frage eines Abgeordneten, ob es Facebook immer kostenlos gehen wird, deutete er damit wohl aber auch an, dass man über Alternativen wie zum Beispiel eine Bezahlversion von Facebook geben würde. Würde also bedeuten, man könnte oder Facebook könnte eine Bezahlversion auf den Markt oder an Start bringen, wo halt entsprechende Nutzer für 5 Euro oder so halt erstens werbefrei sind und zweitens, dass die Daten besser geschützt sind. Das wäre quasi ein Zweiklassensystem, was wir ja auch in anderen Gesellschaften im Moment haben, sei es in der Gesundheit oder sonst wo, auch beim Internet, so könnte man das sagen. Doch da ist die Aufbearbeitung noch geradewegs im Weg, und bis Facebook erst überlegt, sein Geschäftsmodell vielleicht sogar auch komplett umzustrukturieren, wegen den Daten von 2 Milliarden aktiven Nutzern, wird man sich wahrscheinlich noch lange nicht darauf einigen können. Er erklärte auch, dass Cambridge Analytica, also Mark Zuckerberg, erklärte, dass Cambridge Analytica damals, vor 3 Jahren nämlich, 2015, versprochen habe, die Daten zu löschen. Das hat man aber anscheinend ja nicht getan, weswegen diese Daten ja auch für den Wahlkampf zum Beispiel von US-Präsident Donald Trump genutzt wurde, und das hatte man nicht gemacht. Man habe denen vertraut, sagte Zuckerberg, und im Nachhinein sei dies ein Fehler gewesen.
Auf Nachfrage des Justizausschussvorsitzenden im Kongress, Chuck Grassley, welche Daten von Cambridge Analytica abgeschöpft wurden, wich Zuckerberg anscheinend sehr gut aus. Es werde einige Zeit dauern, all die Veränderungen auszuarbeiten, die wir vornehmen müssen, sagte er. Und diesem Ziel sei er auch verpflichtet. In dieser Woche wurden auch alle 87 Millionen Facebook-User benachrichtigt, ob sie davon betroffen sind. Seid ihr einer der Betroffenen? Schreibt es ruhig gerne in die Kommentare oder schreibt es, wenn ihr es nicht öffentlich sagen wollt, mir auch gerne per Mail an waldi@derchotv.de. Außerdem gab es ja auch noch eine Fragerunde, beziehungsweise es hat ja nicht nur mit dem Datenskandal zu tun gehabt, sondern halt auch mit der Präsidentenwahl 2016 vor 1,5 Jahren. Da gab es nämlich ja halt auch Gerüchte darüber, dass die Russen ja die Wahl quasi manipuliert haben sollten, Donald Trump zum Sieg erholfen haben. Und deswegen soll aber trotzdem nämlich auch das zur Frage gestellt worden sein und wurde es halt auch. 146 Millionen Nutzer auf Facebook sollen in der Zeit des Präsidentschaftswahlkampfes, also 2015 und 2016, Inhalte auf Facebook gesehen haben, hinter dessen eine russische Agentur steckt. Denn wir wissen, Facebook hat ja auch, beziehungsweise Russland hat zum Teil auf Facebook halt auch entsprechende Sachen manipuliert und somit halt auch sich in den US-Wahlkampf eingemischt. Zuckerberg sagte vor dem Kongress, er arbeite mit dem Sonderermittler Robert Mueller zusammen, der quasi ja auch vorgeht gegen das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump, ob dort dann eventuell die jeweiligen halt auch Kontakte hatten zur zu dem Wahlkampfteam, also nach Russland, denn das wird ja im Moment beschuldigt. Außerdem zeigte er sich auch zu einer umfangreichen Kooperation bereit. Er sagte, Zitat, wir werden weiterhin mit der Regierung zusammenarbeiten, um das volle Ausmaß der russischen Einmischung zu sehen und wir werden unseren Teil dazu beitragen, nicht nur die Integrität freier und fairer Wahlen rund um die Welt sicherzustellen, sondern auch jedem eine Stimme zu geben und überall eine zum Guten wirkende Kraft in der Demokratie zu sein. Das hat ja bei Facebook anscheinend ja nicht immer so gut funktioniert, wenn man das halt auch nochmal so sagen kann. Was aber auch sehr interessant gewesen ist, war nämlich zum Beispiel eine Frage eines US-Abgeordneten, und zwar nämlich Senator Dick Durbin. Er sagte nämlich zu Beginn, beziehungsweise ja als er begonnen hat, nämlich, Zitat, Mr. Zuckerberg, würden Sie sich wohl damit wohlfühlen, wenn Sie den Namen des Hotels nennen, in dem Sie gestern untergekommen sind? Zuckerberg sagte nach einer peinlichen Pause, nein. Er lächelte, als die Senatoren im Raum auch gelacht haben. Falls Sie jemanden in dieser Woche geschrieben haben, würden Sie uns die Namen der Leute teilen, die Sie kontaktiert haben, fragte Durbin weiter. Daraufhin kam von Zuckerberg prompt die Antwort, Senator, nein, ich würde mich wahrscheinlich nicht entscheiden, das hier öffentlich zu tun. Ja, anschließend sagte Durbin dann, am Ende gehe es in der Debatte um Datenskandale und Wählerbeeinflussung wohl um das Recht auf Privatsphäre. Die Grenzen des Rechts auf Privatsphäre und wie viel man davon im modernen Amerika unter dem Begriff Menschen um die Welt verbinden aufgibt. Facebook wirbt damit, dass über die Plattform Menschen in Verbindung bleiben. Wie sehr Facebook da unsere Daten halt auch im Spiel hat, das wissen wir wahrscheinlich schon länger. Klar ist, vielen ist das Schnurzpiep egal, anderen halt nicht. Aber trotzdem, auch wenn es auf den Blick auf die, also der Blick auf den Datenskandal von Cambridge Analytica und Facebook geht, ist Zuckerberg selbst ebenfalls betroffen. Ja, er sagte nämlich am zweiten Tag des Ausschusses nämlich, dass er nämlich auch ernsthaft davon betroffen sei. Und das sagte er nämlich im Repräsentantenhaus. Nämlich eine der ersten Erkenntnisse war, dass auch von ihm persönliche Daten an Dritte weitergegeben wurde. Die Demokratin Anna Eshoo, die Kalifornien ja vertritt, fragte den Facebook-Chef, ob auch seine Daten zu denjenigen zählen, die an böswillige Dritte, Zitat, verkauft worden seien. Zuckerberg sagte einfach, ja, wurden sie. Weiter wurden auch auf seine direkte Betroffenheit jedoch nicht eingegangen. Auch der Name Cambridge Analytica fiel nicht explizit. Also könnte es Cambridge Analytica sein oder eine ganz andere Firma, die Zuckerbergs Daten ebenfalls genommen hat. Und wie schon auch am Dienstag hat der Facebook-Chef diverse Detailfragen nicht direkt beantwortet, sondern versprach, dass das Team nachträglich in Kontakt mit den Fragestellern treten wird. Also viele Fragen kann oder will Zuckerberg einfach nicht beantworten. Zuckerberg selbst
war halt auch entsprechend, ja, sagen wir mal, ruhig drauf. Er hat halt auch viel abgelesen, so wie ich das halt natürlich tue oder wie ihr halt auch, so kann man das sagen. Trotzdem hat Zuckerberg auch versucht, ganz schön im Anzug viel gerade zu biegen, was bei Facebook wirklich schief gegangen ist. Und das ist halt auch nicht so richtig passiert. Trotzdem, Facebook hat ein großes Problem, nicht nur mit sich selbst, sondern halt auch mit den Daten, die halt dort auch mit ausgegangen sind. Und da sind wir halt auch an einer Stelle angelangt, wo ihr wahrscheinlich auch gerne wissen wollt, wie bin ich denn, wie ist das Ganze halt auch natürlich entstanden? Klar, Facebook versucht ja mit Daten Geld zu verdienen, indem man ja halt nicht nur einfach nur sagen kann, beziehungsweise Facebook versucht ja auch mit Werbung Geld zu verdienen. Das bisschen Werbung, was ihr ja dann bei Facebook sieht, zum Beispiel halt nicht nur auf den Videos, wenn ihr einen Adblocker drin habt, wisst ihr auch entsprechend, wie Facebook damit umgeht. Trotzdem, Facebook versucht auch mit Werbung Geld zu verdienen. Und wir haben es ja schon angesprochen und halt auch ein bisschen angebrochen, dass halt Facebook halt wahrscheinlich auch versucht, mit einer Paywall was wahrscheinlich zu leisten. Also könnte das wirklich so passieren? Das sind alles Fragen über Fragen, die wohl wahrscheinlich in den nächsten Jahren Facebook wohl wahrscheinlich auf eine neue oder in eine neue Richtung bringen wird. Welche neue Richtung das sein wird, das werden wir entsprechend dann halt auch noch mitverfolgen. Eure Meinung gerne dazu würde ich in den Kommentaren gerne von euch wissen. Und ob ihr wirklich selbst davon betroffen seid. Wenn ihr es nicht selbst sagen wollt, schreibt es auch ruhig gerne per E-Mail an waldi@derchotv.de. Hier ist jetzt die Infoadresse eingeblendet, das könnt ihr auch gerne machen. Aber ihr könnt auch halt auch gerne in den Kommentaren halt auch eure Meinung dazu gerne preisgeben. Trotzdem ist das halt auch ein sehr heikles Thema, weil es ja geradewegs um unsere Daten geht. Der gläserne User, so kann man das eigentlich sagen, ist eigentlich sowieso auch immer wieder ein aktuelles Thema. Und das wird uns wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen noch weiterhin und wenn nicht Wochen, wenn nicht sogar Monate und Jahre noch weiterhin begleiten. Und wenn ich geradewegs auf die Uhr gucke, merke ich, dass wir sehr schnell mit diesem Thema hier durchgegangen sind. Denn auf Einzelheiten wollen wir nicht unbedingt draufgehen. Weil es sind halt auch viele Sachen gewesen, die halt auch dazu beigetragen haben, dass Facebook zum Beispiel unter anderem auch den Kampf gegen Fake-Profilen und halt auch Fake News angehen will, was ja Facebook ja sowieso schon seit Jahren tut, aber auch wahrscheinlich geradewegs wenig getan hat. Deswegen sei es auch nochmal hier gesagt, da will Facebook sich noch ein bisschen mehr bemühen. So viel dann auch zum heutigen Thema für heute. Morgen gibt es dann Update Politik. Wir werden bei Update Politik morgen unter anderem halt auch über die Klausur der Großen Koalition reden ja, in Potsdam, glaube ich, irgendwo in der Nähe. Da war es nämlich irgendwo zu finden, beziehungsweise halt auch, was dort beschlossen wurde, beziehungsweise wie es nun weitergehen wird. Wir werden außerdem wahrscheinlich auch ein bisschen wieder was über Syrien wieder im Programm haben. Da gibt es ja im Moment wahrscheinlich sehr große Meldungen. Da weise ich gerne auf unsere Homepage hin, www.derchotv.de. Außerdem gibt es heute Abend dann auch wieder noch einen Stream. Wann genau, das geben wir auch über unsere Socials bekannt. Wir werden ein bisschen zocken, wir werden uns ein bisschen ja, in den verdienten Feierabend dann bringen. Wir sind noch lange nicht am Feierabendende, denn die Welt schläft nie und das wisst ihr auch ganz genau. Somit war es das auch schon für heute für DerchoTV Thema. Ich wünsche euch noch viel Spaß und noch einen schönen Donnerstag für heute. Natürlich weitere News wie immer auf DerchoTV.de. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss.